Hi, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu Petras Kochstudio, mehr oder weniger. Ich habe euch ja gestern schon die Platte vorgestellt und heute will ich euch zeigen, was der Plan ist, wie wir die einbauen wollen. Hier seht ihr die Kommode, die wir von Sabine bekommen haben. Vielen Dank dafür. Sprich auch nichts gezahlt, wird upgecycelt. Eine schöne, ganz einfache weiße Kommode. Wir haben die Schubladen schon rausgetan. Es waren drei Schubladen drin. 1, 2, 3. Die obere wird drin bleiben. Für Besteck, Geschirr, was auch immer. Die unteren beiden kommen raus. Eine Idee wäre zum Beispiel dann, dass unten eben der Wassertank reinkommt, die Fußpumpe einfach Stauraum ist und dass man dann mit einem Vorhang, das ist jetzt noch nicht der, der hinkommt, weil er ein bisschen zu kurz ist, einfach wirklich abgehangen wird. Ne? Dass man einfach schnell hinkommt. Vor allem, wenn wir sagen, fürs Waschbecken machen wir eine Fußpumpenlösung, dass man einfach auch schön unten rein kann zum Pumpen. Genau, dann wie gesagt, das hier wird unser Waschbecken. Eigentlich eine Salatschüssel. Ist aus der Küche auf jeden Fall. Ziemlich praktisch ist, wenn ihr euch die im Detail anguckt, dass die einerseits hier abgerundet ist, aber hier an das letzte Stück Rand ist nochmal so leicht aufgebogen. Das heißt, wenn die in eine Platte eingelassen wird, dann hat man den Vorteil, dass eigentlich die Wahrscheinlichkeit sehr gering sein müsste, dass was dazwischen läuft. Ist zumindest unsere Hoffnung. Das kommt dann, wie gesagt, auf unsere schicke Kommode drauf. Und wie ich ja gestern schon angesprochen hatte, muss das ja irgendwie eingebaut sein. Das gleiche wollen wir gerne mit der Schüssel machen. Jetzt seht man natürlich, hier ist ein extremer Höhenunterschied. Könnten so schon mal 4 cm sein. Das heißt, hier werden wir noch ein kleines Loch mit reinschneiden und dann die Schüssel einfach ein bisschen drin versenken. Das ist noch relativ gut Platz. Und dann kommt auf einer kleinen Erhöhung diese Pappelsperrholzplatte drauf. Das heißt, dass wir hier wirklich abschließend sind und dann rundherum noch ein bisschen ein Stück, also es ist ein bisschen übertrieben von der Arbeitsplatte zu sprechen, aber ich finde es wichtig, dass hier auch einfach der Abstand ist zwischen dem Elektrogerät, das sind jetzt gut 20 cm, und zwischen der Waschmöglichkeit. Genau, das ist die Pappelsperrholzplatte. Die ist momentan noch unbehandelt und auch schön groß. Da werden wir ein bisschen zusägen müssen. Die werden wir auch noch ein bisschen behandeln, ein bisschen einlassen. Auch das war ein Geschenk. Was von deinem Dad, von meinem Dad, von irgendeiner Schreinerwerkstatt. Also auch für die mussten wir tatsächlich nichts bezahlen. Super cool. Jo, und dann kommt irgendwann eben noch der Wasserhahn mit dran. Und dann wird das eine wunderschöne Kochgelegenheit. Ja, da werden wir uns noch dran machen. Dann schauen wir mal, wie weit wir kommen, bis das Auto wieder da ist. Ich hoffe eigentlich, dass wir fertig werden. Schauen wir mal. Bis dann!